Heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Meisterschaftsspiel gegen den FC Bayern München. Der Endstand 0:6. Damit bleiben wir bei 23 Punkten. Ich begrüße die beiden Trainer zu ihren Statements zum Spiel. Beginnen wir gerne mit dem Gast Pep Guardiola. Ihr Kommentar zum Spiel. Okay, schönen Abend. Heute sind wir, oder bin ich, speziell zufrieden. Es ist einfacher für die große Mannschaft, ein Spiel. Ich spiele gegen Schalke, gegen Wolfsburg, gegen BVB, die anderen Spieler, andere Mannschaften. Aber heute nach Champions League-Spiel kam hier ein Spiel mit dieser Seriosität. Ist nicht einfach greifen mit 5-4-Kette und 4 in der Mitte. Super Ordnung mit dieser Mannschaft. Und sie haben es sehr, sehr gut gemacht. Wir haben nochmal 0 Aktionen zu bekommen, nur Torchance bekommen bei Hamburg. Das war der Grund, warum in der Hinrunde haben nur 4 Tore bekommen. Und durch den Ball, und durch den Pass. Heute haben wir besser kontaktiert mit Lewandowski in den ersten dritten Mann. Und weil es war nicht einfach, Spiel mit der Spielverlängerung, weil mit 5-4 Kette es war sehr, sehr einfach, sehr schwer angreifen auf der Seite. Und ne, Gratulation für die Mannschaft, 3 Punkte mehr, ein Schritt mehr nach vorne. Und länger Woche, um Vorbereitung nächsten Spiel in Bundesliga, in Pokal, in Champions League. Und Gratulation meiner Kollegen. So, ich habe gesagt, in der Hinrunde, diese Mannschaft bleiben in Bundesliga. Jetzt bin ich mehr sicher, dass wir passiert. Ja, vielen Dank. Pep Guardiola, kommen wir zu unserer Sicht der Dinge. Bitte, André, dein Kommentar zum Spiel. Ja, zunächst einmal natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem sehr überzeugenden Sieg. Vielen Dank auch für das Lob. Gerne komme ich am Ende der Saison darauf zurück und unterschreibe das jetzt. Eine Bier. Ja. Zwei. Wir geben zwei. Ja, bevor ich was zum Spiel sage, möchte ich unseren Fans erstmal wirklich ein Riesenlob aussprechen. Wenn man jetzt gerade draußen noch sieht, dass sie immer noch feiern, dann zeigt es einfach auch, dass sie ja nicht unzufrieden sind, dass sie eine Mannschaft gesehen hat, die von der ersten Minute an sehr diszipliniert verteidigt hat, aufopferungsvoll gekämpft hat, ja, und in der ersten Halbzeit 2 Torchancen zugelassen hat, nur gegen solch eine überragende Mannschaft, die dann aber die Qualität besitzt, diese beiden Torchancen auch sofort eiskalt zu nutzen. Wir haben in der Halbzeit nochmal angesprochen, dass wir weiter an uns glauben, dass wir weiter diszipliniert sein wollen und haben nach der Halbzeit ja die erste große Chance durch eine einstudierte Freistoßvariante, die wir die Woche im Training geübt haben. Und da hat Elias Katschunga ja eine fast 100%ige Chance, um vielleicht den Anschlusstreffer zu erzielen. Und ja, nachdem dann die alles entscheidende Situation mit dem Elfmeter, mit der roten Karte gekommen ist, dann ist es gegen solch eine Mannschaft nicht zu verteidigen, die den Ball laufen lässt, die eine hohe Ballzirkulation hat, die genau weiß, wie Positionsspiel funktioniert. Jeder Torschuss ist ein Treffer. Ich glaube, es gab vielleicht noch 1 oder 2 weitere Torchancen. Das ist einfach der Unterschied zu allen anderen Mannschaften. Und deswegen haben wir heute auch gegen die weltbeste Mannschaft gespielt und mit dem weltbesten Trainer. Und das sieht man einfach auch. Ja, das muss man klar sagen. Und klar ist das Ergebnis deutlich zu hoch dann, weil ich glaube nicht, dass meine Jungs das verdient gehabt haben. Aber dann kann man diesen Zug auch einfach nicht aufhalten. Ich kann von meiner Seite aus nur sagen, vielen Dank für dieses tolle Erlebnis. Ja, Pep und dem FC Bayern alles Gute für ihre Ziele, für die Champions League natürlich, das Oberziel, aber auch für alle anderen Meisterschaften, dass ihr da alle Ziele verwirklicht, wie ihr euch das vorstellt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, André. Kommen wir zu euren Fragen. Bitte schön. Kollege Reichstein vom Westfalenblatt, eine Sekunde, Mikro kommt. Herr Breitenreiter, Sie sprechen gerade die entscheidende Szene an, die rote Karte, Elfer. War es eine rote Karte, war es ein Elfer? Also ich weiß jetzt nicht, ob es die spielentscheidende Situation war, weil dafür ist Bayern München zu dominant. Aber ja, aus unserer Sicht, und ich habe auch die Bilder schon gesehen, kann man den Elfmeter geben. Ja, das ist kein Muss-Elfmeter, aber ein Kann-Elfmeter. Ich finde aber schon, dass die rote Karte überzogen ist, weil
der Ball wegspringt und keine glasklare Torschance vorhanden ist. Und dann hätte es, glaube ich, gereicht, wenn man Elfmeter pfeift und nicht den Spieler noch dafür bestraft. Eine Sekunde, Hartwig. Einmal das Mikrofon, bitte. Frage an Herrn Guardiola. Sie haben den SC Paderborn gelobt. Wie fanden Sie die Stimmung heute im Stadion und bei diesem wunderbaren Fußballfest, trotz des Ergebnisses für alle, glaube ich, warum haben Sie dem Paderborner Publikum Bastian Schweinsteiger heute vorenthalten? Na, ich verstehe, Basti. Ich weiß, wie wichtig ist, nicht nur für Paderborn, für Deutschland, Bastian Schweinsteiger. So. Ich verstehe, so, das Publikum war toll. In Deutschland bin ich überragend. Ich bin katalanisch Person, ich habe in der Spanish League gespielt und hier das Stadion, alle Stadien sind voll, toll, schön, die Stimmung, alles respektieren beide Mannschaften. Ist für mich das Beste für Deutschland ist da. So, das Publikum war sehr korrekt. Natürlich, wir sind zufrieden, weil haben wir gewonnen. In der Thema der Basti, ich verstehe, so, weil letztes Spiel, Levi hat nie gespielt, dann ist ein Thema, Problem Lewandowski-Thema in Bayern München, dann heute Götze auch nicht gespielt, so Basti, so, nur konnte ich spielen, 11 Spieler, und immer ein der wichtigste Spieler von dieser Kader muss nicht, kann spielen. Nie gespielt kann. Ja, ich sehe keine Wortmeldung mehr. Danke mir herzlich für die Teilnahme. Wir sind am nächsten Sonntag in Gladbach. Ihnen ein schönes Wochenende.